Aber wie kommt man dann zu dieser Leiter? Ach, hier durch. Ah. Interessant. Schön knappig hier alles. Okay. Ach, hierüber hätte ich auch da reingekonnt. Ah. Ob das auch funktioniert hätte, dass man dann praktisch von innen die Tür aufmachen kann? Oh, gute Frage. Sicher wäre ich mir da jetzt nicht, ob man die dann einfach aufmachen kann. Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal stark von aus. Ach, hier soll ich hin. Nee, dann gehe ich jetzt in die andere Richtung. Ich glaube, das müssten wir jetzt auch aufgemacht haben, oder? Nee. Briefing Room. Alles im Griff. Danke. Wir haben es fast geschafft. Hoffe ich. Ja, das hoffe ich auch. Wie ist unser Status? Wohin wollte dieser Helikopter? Ich habe 3 vielversprechende Flugfelder in Katar. Wir kriegen die für Sie, Jensen. Ich habe 3 vielversprechende Flugfelder in Katar, aber sie sind in Privatbesitz und man kommt nicht nah genug ran, um sie sich anzusehen. Ich habe nichts. Jede verdammte Spur, die wir verfolgen, führt zu verlassenen, niedergebrannten oder zerbombten Gebäuden. Komisch, oder? Mein Gott! Satellitenaufnahmen haben 3 mögliche Ziele identifiziert. Das ist schon krass. Aber wie viel wir hier mitnehmen können und untersuchen können. Also ich glaube, alleine hier kann man sich stundenlang aufhalten. Ah. Gestern Nacht hat wieder jemand versucht, unsere Firewall zu knacken. Okay, nicht so gut. Einen Code habe ich nicht. Hier für den Code. Ist er raus? Sauber. Da oben ist noch was. Inventar ist voll. Oh, das hasse ich ja. Kann man das nicht irgendwie zerlegen oder so? Mist. Wir können jetzt höchstens... Betäubungsfeil... Haben wir nicht irgendeinen Mod? Oder irgendeine Mod zumindest. Elektroschock-Pfeil. Haben wir auch schon. Das ist doch ätzend, oder? Was ist das hier? Tesla-Patrone. Minenmatrix. Ich kann jetzt halt nur Sachen wegschmeißen, ne? Es muss ja doch eigentlich auch einen Händler geben. Also ich bin zumindest der Meinung, dass es hier garantiert einen gibt, der uns ausrüstet. Psychiater. Glauben die Jin immer noch, was Sing ihnen gesagt hat, oder? Forensics. Nicht gut. Wir müssen die Security in der CDC verstärken. Okay. Oh, jetzt kommt eine Sequenz. Adam, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass Sie okay sind. Ja, alles in Ordnung. Aria, ja, es war ziemlich. Ach, die andere augmentierte. Ich hatte Glück. Viele andere nicht. Ich habe hier gearbeitet, als die ersten Berichte reinkamen. Chaos, klingelnde Telefone, schreiende Menschen. Alle wollten wissen, was passiert war, als Miller sagte, dass sie dort sind. Spannend. Gleich mal Popcorn futtern. Gut. Suchen Sie ihn? Er hat nämlich gerade zu tun. Konferenz mit Leon, glaube ich. Wirklich? Er benutzt gerade das NSN? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, ach ja, das hier ist für Sie. Was ist das? Die Karte für den Schießstand. Jane hat heute früh alle Codes geändert, weil nur Leute Zugang haben sollen, die er selbst überprüft hat. Okay. Der Anschlag hat ihn panisch gemacht. Der 3. in 6 Monaten, ist das zu fassen? Ich bin wirklich froh, dass Sie okay sind. Ach, süß. Danke, Aria. Dann überlasse ich Sie mal wieder Ihre Arbeit. Ja, ich gehe lieber wieder runter. Das wird ein harter Tag. Kommen Sie vorbei, wenn Sie reden wollen. Klar, gerne. Verstanden. Immerhin ist sie auch eine Augmentierte. Das heißt, ihr wird es genauso schlecht gehen wie uns. Letzte Nacht hat das Kollektiv die Steuererklärungen der 50 reichsten Schweizer veröffentlicht. Oh. Interessante Lektüre. Das glaube ich. Vincent Black. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich anhalten kann. Wer weiß, was der da zu verstecken hat, ne? Aber
Hier sieht es so aus, als ob er entweder auszieht oder er zieht erst noch ein. Das ist komisch. Wir hacken ihn mal. Oh, da muss ich zwei hacken. Puh, das ist jetzt böse. Oh, komm schon, schneller. Los, los, los. Ah, scheiße. Ah. Ja, es fehlen die richtigen Tools dafür. Keine Chance, das ist nicht unsere. Was? Die machen nur einen auf dich. Ich möchte, dass sie mir zuhören. Es wäre leichter, wenn es einfach jemand. Ist das eine Bombe? Offenbar war es nur ein Kabelbrand, der näher ist. Mich würde erstmal interessieren, was dieses Lupensymbol dazu bedeuten hat. Ach. Schießschein, das ist okay. Toll. Also das hat jetzt nicht geklappt mit dem Hacken. Da müssen wir dann unseren Skill noch ein bisschen verbessern. Wir könnten... Wobei wir... Wir haben ja eigentlich ein zur Verfügung. Das heißt, wir könnten rein theoretisch das hier, ne? Reduziert die Wahrscheinlichkeit, entdeckt werden bei um 30%. Das könnten wir entweder machen. Oder den Verteidigungs... auch nicht. Nee. Das nicht, aber das mit dem Tarnen. Machen wir. Ja. Das heißt, wir sind relativ schwer zu entdecken. Dann möchte ich das gerne nochmal versuchen. So. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Das sind die größten Sorgen des digitalen Zeitalters. Wir müssen. Ja, bisher gut. Es funktioniert richtig gut, ne? Wir sehen, Verteidigungs. Also, hat sehr, sehr gut geklappt. Also, dieses Feature hat wirklich was gebracht. In der Moskauer besteht, dass sie da ist und zensierte Optis aus der Tschechischen Republik rausschmuggeln. Neutral Trucks transportiert wird. Okay. Ach, die Polizei schaut wieder weg und kriegt Knete dafür, ja, so klar. Noch schlimmer, wenn jemand zu verzweifelt, dass er einen Pack und einen Teufel schließt und dann nicht genug bezahlen kann und niemand ihn vermissen würde, schieben die Twilies ein, was er hat und verkaufen ihn an Dritte als Arbeitskraft für Sex oder wegen der Ersatzteile. Das Team arbeitet noch an dem vollständigen Bericht, aber wird einem echt schlecht. Oh, es hört sich wirklich übel an, oder? Heftig. So, wir gucken mal, was er im Safe hat. Ob sich das jetzt lohnt, weiß ich nicht. Aber Stufe 5 ist schon krass, also da muss eigentlich schon was Gutes drin sein. Bin ich jetzt der Meinung. Wenn nicht, laden wir gleich den Stand nochmal. Ja, also das lohnt sich nun wirklich gar nicht. Nur wegen so einem verkackten Schalldämpfer. Dann entsprechend ein Multitool verschwenden. Nee, das meine ich nicht. Das, denke ich, ist unsinnig. Das macht da wenig Sinn. Allein schon die ganzen Terminals, die würde ich gerne hacken. Weiß halt nicht, was drin ist. Lohnt es sich nicht? Die Hälfte des Cybercrimes Division durchkämpft das Web nach Hinweisen auf die Drahtzieher von Dubai. Das ist zwar nicht unser Fachgebiet. Er hat es aus Dubai rausgeschafft, oder? Hallo Jensen, wir reden gerade über Dubai. Geben Sie uns eine Minute. Jojo, mach mal. Sondern jemand anderes am Boden gewesen, wäre Singh jetzt tot. Ja, weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Sie mögen mich also anscheinend. Sehr gut, sehr gut. Hallo. Agent Singh. Ah. Hätte nicht gedacht, Sie noch mal zu sehen. Noch dazu in Zivil. Bin nur auf der Durchreise. Ich wollte Ihrem Team für Dubai danken. Die Operation war schneller zu Ende als der Sturm. Na. Gern geschehen. Aber Sie wollten sich doch sicher nicht nur bedanken. Direktor Miller hat mich gebeten, Agent McCready zu briefen. Okay.
Jetzt geht's mit dem Nachtflug zurück nach Oman. Fangen Sie im dortigen Büro an? Nicht genau. In einer unserer Geheimanlagen. Okay. Ich werde als Gefangener eingeschleust, nehme Kontakt mit den Häftlingen der Djinn auf und führe dann einen praktischen Ausbruch an. Erneuter Kontakt mit den Djinn? Ist das nicht sehr riskant nach allem, was passiert ist? Ja. Geht nicht anders. Der Hinterhalt hat alle kalt erwischt. TF-29, Bell Tower, die Djinn. Um voranzukommen, muss ich zurück. Hoffentlich steht meine Tarnung noch. Wovon ich nach ihrer Aktion mit dem Signalverstärker im Hotel ausgehe. Gut, dass wir das gemacht haben. Die Djinn nehmen unsere Eindringlinge schneller ins Fadenkreuz als TF-29? Möglich. Sie mögen keine losen Enden. Ein augmentierter Todestrupp mit Militärausbildung. Ist Ihnen sowas schon mal begegnet? Ja, früher. Einmal, ist aber eine lange Geschichte. Oh ja. Hat uns die Aufräumaktion etwas gebracht? Hauptsächlich Leichen, schwer augmentiert, wie Sie wissen. Ja. Unter den Goldmasken war keine Identifizierung möglich. Keine Finger- oder Zahnabdrücke, keine DNA-Übereinstimmung. Profis. Könnte krass. Eine Expel-Tower sein. Viele Menschen und Material sind nach dem Zwischenfall verschwunden. Vielleicht eine feindliche Gruppierung, die Shepards Verkauf abgehört hat. Durchaus möglich. Die Ermittlung wird noch Jahre dauern. Super. Und erst dann wissen wir, wie viele Ratten das sinkende Schiff verlassen haben. Ach Mist, ey. Wenigstens haben wir die Waffen. Unregistriert. Erste Klasse. Militärische Augmentierung. Genug für ein paar Exemplare von Ihnen. Witz. So ist die Welt, in der wir leben. Ja. Jeder, der nicht dem Waffenaugmentierungsverbot unterliegt, ist ein nützliches Werkzeug. Oder ein Terrorist. Richtig. Schon ätzend irgendwie. Wer immer sie waren, sie wussten genau, wann der Deal steigt. Kann es sein, dass sie direkt aus Dubai kamen? Nein. Dubai wurde nach dem Zwischenfall zum luxuriösesten Grabstein der Welt. Perfekt für die Djinn. Aber für niemanden sonst. Ich dachte, die Augmentierung von Menschen würde im Mittleren Osten missbilligt. Warum hat es Dubai so hart getroffen? Das ist komisch, weil es eine andere Welt war. Sogar zwei andere Welten. Eine mit extremen Augmentierungen in Gold oder Kristall. Und eine mit tausenden Arbeitern, die Augs für den Bau bekamen. Und an jenem Tag... Ich weiß. Tja. Nein, tun Sie nicht, Agent Jensen. Manche nannten es göttliche Bestrafung, aber dieser Tag war nicht das Werk eines Barmherzigen. Hallo, ich war dabei. Was will er denn von mir, ey? Ein Wichser. Sei froh, dass ich ihn gerettet habe. Ich beneide Sie nicht um Ihren Job. Ehrlich gesagt, freue ich mich sogar darauf. Wenn man lange genug undercover war, fühlt man sich hier in der realen Welt wie ein Hochstapler. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hören Sie, ich mache so schnell ich kann. Okay. Nehmen wir wieder alles mit, was wir so finden. MacReady. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Agent? Das heißt, Sie wären zuständig für die maskierten Söldner aus Dubai. Gibt's schon Spuren? Ich bin zwar gut, Jensen, aber ich arbeite erst seit 5 Minuten. In 5 Minuten kann viel passieren, MacReady. Was sagt die Pathologie? Gibt es Neuigkeiten von den geborgenen Leichen? Die Reste liegen in der Station Oman auf Eis. Man hat mir gesagt, sie sind komplett sauber. Keine Abdrücke, keine Zähne, gar nichts. Mit anderen Worten, kein Schritt vor und 2 Schritte zurück. Im Moment. Darum ist es gut, dass Sie den Funkverstärker der Djinn in Dubai deaktiviert haben. Jo. Singhs Tarnung bei den Djinn steht noch. Ich hoffe, er kann von Basra aus sein Netzwerk nutzen. Vielleicht sind diese Goldmasken ja aus der Gegend. Noch so eine Dschihadistengruppe, die auffallen will. Wer weiß, ne? Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, ob wir diese Typen in der Wüste suchen sollten. Ach ja? Haben Sie vielleicht neue Informationen zum Thema? Kommen Sie, MacReady. Die Typen hatten Militäraugmentierungen. Die verstoßen aber gegen den islamischen Glauben. Das waren keine Dschihadisten. Wir haben es mit etwas Neuem zu tun. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Jensen. Und ich sage Ihnen, halten Sie sich raus. Es ist nicht Ihr Fall. Oh. Sind Sie immer so störrisch oder geben Sie sich wegen mir besonders viel Mühe? Miller hat schon gesagt, Sie würden sich ärgern, weil Sie den Fall nicht weiterverfolgen können. Ich habe ihm gesagt, es gibt kein Problem. Ich bin nicht störrisch, ich befolge Befehle. Und es macht mir Spaß, wenn Sie sich darüber aufregen. Was soll das denn? Also doch nur ein Arsch. Hatten wir das nicht schon in Dubai geklärt?
Und jetzt verschwinden Sie, Jensen. Ich muss arbeiten. Wie gern würde ich dich jetzt erschießen. Ich